Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas. Hallo ihr lieben Mamas da draußen, hier spricht Mella. Willkommen beim Mama Talk. Heute ist es nicht ganz der Mama Talk, heute ist es eher der Mama-Papa Talk. Wir hatten es ja schon öfter mal angekündigt. Aber heute ist es soweit, wir nehmen wirklich zusammen auf. Hier sitzen wir als Eltern. Hallo Felix. Hallo Melanie, wie geht es dir? Sehr ungewohnt, dich Melanie zu nennen, weil ich dich nie Melanie nenne. Stimmt, nicht mehr, wenn wir streiten, ne? Nee. Aber ich habe auch schon vorab zu dir gesagt, dass es vielleicht eine der Folgen wird, die ich mir nochmal anhören werde, weil ich mich gefreut habe, dass deine Stimme endlich mal zum Einsatz kommt. Ich glaube, das war auch eines der Dinge, warum ich mich in dich verliebt habe. Nur das. Nur das. Ja, leider rauche ich nicht mehr. Dementsprechend ist meine Stimme wahrscheinlich gar nicht mehr so rauchig oder metallisch. Aber ich gebe mein Bestes. Sehr gut. Ja, worüber wollen wir heute sprechen? Wir sind hier ja noch super im Fire-Mode. Nein, wir haben keinen Kater, weil da sind wir leider noch nicht angekommen, dass man irgendwie die Abende super entspannt nutzen kann. Aber meine Mama ist gerade da und hat unser Baby, wobei er jetzt ein Jahr alt ist. Gestern war sein Geburtstag. Mhm. Und großer Schritt. Wirklich, ey. Müssen wir auch gleich drüber sprechen. Wir haben ja so ein paar Fragen auch gesammelt und wollen auf jeden Fall hauptsächlich über das erste Babyjahr sprechen. Deswegen voll cool, dass wir es jetzt wirklich einen Tag danach schaffen. Ich muss mich hier die ganze Zeit noch arrangieren. Wir sitzen ja vorm Laptop, da läuft die Kamera. Irgendwie gucke ich dich da an, aber will dich auch dir persönlich in die Augen gucken. Ist ein bisschen neu hier alles. Ja, für dich, wenn es schon für dich neu ist, das ist ja interessant. Für mich ist es neu. Ist ja immerhin meine erste Podcast-Aufnahme. Ja, aber wir hatten ja mal für meinen Papa diese Meditation aufgenommen. Da habe ich ja auch schon stundenlang ins Mikrofon gesprochen. Stimmt, stimmt. Du hast ein bisschen Erfahrung. Ja. Okay, womit starten wir? Ich glaube, die eine der größten Fragen, die auch die Community interessiert hat, wie schafft man es, Paar zu bleiben? Findest du, wir sind Paar geblieben? Bist du noch glücklich mit mir? Um das vorwegzunehmen, ja, bin ich. Wie schafft man es? Ja, ich glaube, dadurch, dass wir nicht erst seit gestern zusammen sind, sondern schon etwas länger, wurden schon einige Themen im Vorfeld thematisiert. Zu deiner Freude? Zu meiner Freude, genau. Und dementsprechend hat sich das mit den Streits, würde ich sagen, auch in Grenzen gehalten im ersten Babyjahr und dementsprechend hat es uns nicht erschüttert, ja, was jetzt gekommen ist. Voll. Weil man auch keine Zeit hat zum Streiten. Ja doch, wenn das Baby schläft. Ja, das ist immer das Geile. Du willst dich erholen und dann kommt irgendwie ein Konflikt rein, ja. Aber nee, greife ich gerne auf, sehe ich nämlich auch so. Und ich habe letztens was dazu gehört, in einem anderen Podcast, kann ich auch sagen, der Deine Mutter, die waren ja auch mal bei uns zu Gast und wir bei denen. Ich mag die auch immer noch voll gerne, auch wenn die mehr so über Alltagsthemen sprechen mittlerweile. Aber Lulu, die Psychologin, hat da was gedroppt, was ich gerne hier wiederholen möchte. Dass Studien zufolge die meisten Paare sich nach 4 Jahren trennen und nicht, wie man denkt, nach diesem verflixten 7. Jahr. Und lustigerweise war das, glaube ich, ungefähr unsere Zeit, die wir auch vor dem Baby zusammen waren. Vielleicht sogar, nee, war noch mehr, ne? Uns ist ja immer so schwierig zu sagen, wie lange seid ihr schon zusammen? Ich finde, die Frage kommt voll oft und wir sind immer so, Also, das war so, ja. Nee. Wir haben keinen Jahrestag und irgendwie, okay, es ist ein bisschen off-topic, aber wir waren ja beide ein Jahr im Ausland während unseres letzten Studienjahrs und da haben wir ja die Beziehung wie so ein bisschen geöffnet, beziehungsweise gesagt, wenn sie in dem Zeitraum hält, dann sind wir danach richtig fest zusammen. Und das war dann 2018, aber davor ging es eigentlich auch schon 1-2 Jahre schon sehr eng zu, so, ne? Mhm, deswegen, wir waren auf jeden Fall noch länger zusammen, bevor das Baby kam. Aber worauf ich hinaus will, dass es nicht schadet, wenn man quasi schon 4 Jahre geschafft hat, weil das ist auch der Zeitraum, wo man voll viel Themen aufeinander projiziert und sich triggert. Und dann, kennst du? genau, und sich dann halt viele trennen. Und wenn man sich vorstellt, oh, wir sind ein Jahr zusammen, vielleicht sogar noch in der Verliebtheitsphase und ja, lass uns ein Baby kriegen. Und dann kommt dieses erste Babyjahr, ey, holy shit. Ich kann verstehen, warum sich Paare trennen. Also es ist hardcore gewesen, oder? Ja, ja, definitiv. Also auch oft, wenn ich gefragt worden bin, wie war das so für dich? Und ja, es klingt vielleicht klischeehaft, aber es ist das Schönste und Anstrengendste irgendwie zugleich. Und aber ich finde, es beschreibt es halt auch perfekt, weil es
gibt sehr viele Momente, wo man sich denkt, hey, jetzt einfach mal irgendwie eine halbe Stunde einfach nur chillen. Einfach mal an nichts denken und einfach mal chillen. Oh mein Gott, ja. Ja, aber wie gesagt, es gibt auch andersrum super viele schöne Momente, die deutlich auch überwiegen und die etwas in einem auslösen oder in mir auslösen und dir wahrscheinlich auch, dass man zuvor halt noch nicht gespürt hat. Ja, ich finde immer so krass, das hatte ich vorher auch nur gelesen, diesen Spruch, plötzlich läuft dein Herz außerhalb deines Körpers rum. Also ja. Ich kann es so nachvollziehen, weil das so quasi die größte Liebe deines Lebens ist, die plötzlich vor dir rumläuft, so, ne? Ja. Und gleichzeitig auch, also vor allem bei mir ja meine größte Angst, dass ihm irgendwas passiert oder so. So wie gestern an seinem Geburtstag war, als er sich doll in den Kopf gestoßen. Oh Mann, ja. Wir haben so süß getobt und dann natürlich, bis einer weint, sonst war das immer ich, das schwächste Glied. Ja. Jetzt hat er geweint, weil er so getobt hat und sich den Kopf angestoßen hat. Oh Mann, ja. Ja, deswegen, um das Thema abzuschließen, ich glaube, wir haben das gut hinbekommen, weil ich auch finde, ich fand schon immer toll an dir, dass du nicht so viel Wert auf mein Äußeres legst. Also du hast mir auch beigebracht, ey, du findest mich ungeschminkt zum Beispiel schöner, was ich voll toll finde. Also ich habe das dadurch auch irgendwie gelernt, mich selbst irgendwie mehr lieben zu lernen. Mhm. Und ich will darauf hinaus, jemandem Chef Paar zu bleiben, weil ich finde es auch so wichtig. Ich glaube, das haben wir ja auch gemerkt, wir haben auch voll viel gesprochen, wie wir das hinkriegen. Aber wir haben uns nicht so verloren in diesem Babyalltag. Also ich hatte zum Beispiel nie dieses Gefühl, oh, ich bin overtouched, das haben auch viele Mamas, weil ja den ganzen Tag, gerade die Stillen auch, das Baby ja an ihnen dran ist, voll viel Körperkontakt da ist. Mhm. Aber das haben wir nie verloren, uns im Alltag zu küssen. Das machst du auch voll oft. Haben wir uns heute überhaupt schon einen Kuss gegeben? Finde ich immer voll süß. Naja, und auch, worauf ich hinaus wollte, diese Attraktivität aufrechtzuerhalten, nicht, weil Mama jetzt irgendwie super sexy Mom sein muss und keine Ahnung, sich in irgendein Outfit schmeißen muss. Du findest mich halt auch schon immer schön, wenn ich ungeschminkt bin oder sogar noch schöner, wenn ich im Flodder-Look bin. Noch also, schöner. Naja, so hast du es immer gesagt, auch wenn wir im Urlaub sind oder ja. nicht. Genau, ja, Natürlichkeit. Absolut. Ja, habe ich immer falsch verstanden. Ja, nee, Flodder-Look klingt so, als ob du aufgestanden bist und den ganzen Tag quasi in dem Outfit bleibst. Und, hey, das kommt auch oft genug vor und dann findest du mich nicht schön? Auch natürlich, immer. Kannst eh jetzt nichts sagen. Nee, aber worauf ich hinaus will, dass wir unsere Anziehung nicht über Äußerlichkeiten definieren, sondern eher über kleine Momente, über Kontakt halten, über sich wirklich auch fragen, wie es einem geht. Und ich glaube, wir machen auch viel über Humor, oder? Ja. Und du auch viel über Ironie, was manchmal auch Streitpunkt ist. Ja, aber andererseits findest du es auch gut. Ja, im Streit nicht so. Das ist aber deine Masche dann irgendwie, ja, Bedürfnisse oder Emotionen auszudrücken, einfach mal alles ironisch sagen. Ich darf dann rausfinden, was meint er jetzt? Nein, aber es ist ein anderes Thema. Anderes Thema, ja. Genau. Nee, aber so, glaube ich, haben wir es geschafft, Paar zu bleiben, auf jeden Fall. Und klar ist ausbaufähig. Oh, und das hast du auch voll reingebracht, Struktur. Wir brauchen Struktur. Ich bin zwar immer noch nicht happy mit unserer jetzigen Struktur, weil wir uns zwar unsere Weeklies ja vornehmen und auch sehr regelmäßig machen. Mit einem Wochenplan mittlerweile, wer wann Me-Time hat. Genau. Wer wann, keine Ahnung, irgendwas zu erledigen hat. Aber das können wir, glaube ich, noch besser nachhalten. Aber ja, wir haben schon genug Themen in diesem ersten Jahr gemeistert. Gewuppt, ey, hallo. Und dementsprechend. Wir sind so krass, wirklich, wir sind so krass. Ich klopfe dir mal hier auf die Schulter und mir auch. Ich habe das ja wirklich schon öfter gesagt, falls ihr das noch nicht wisst, ich glaube, wir haben es aber schon in einigen Folgen angesprochen. Wir haben ja einen Hof gekauft und wie so viele plötzlich so im Nestbautrieb sind, am besten alles gleichzeitig machen. Ey, hätten wir es vorher gewusst, wir hätten es nicht gleichzeitig gemacht, oder? Auf gar keinen Fall. Ich sage auch immer, wenn wir nicht so blauäugig gewesen wären, wie wir es waren, hätten wir es wahrscheinlich auch an sich gar nicht gemacht, diesen Schritt, diesen Hof zu kaufen. Also ich schon, du nicht. Also, ja, wobei es schwankt immer ein bisschen. Ja. Du bist immer noch mehr im Katastrophenmodus. Ich habe das, glaube ich, ein bisschen überwunden. Ja, es gibt solche und solche Momente. Ja, aber nee, also wir kennen es ja irgendwie von vielen. Man beobachtet so, wahrscheinlich wirklich so Anfang der 30er momentan ist das, glaube ich, dieses Alter, wo man denkt, oh, jetzt müssen wir den nächsten Schritt gehen.
Ja, weiß ich nicht. Also ist vielleicht auch ein bisschen zu pauschal gesagt. Ich glaube, so eine Stadt wie Berlin, wo wir jetzt herkommen, ich glaube, da ist das jetzt nicht unbedingt das Ding. Ja, und das ist auf jeden Fall Bubble-Denken, weil es gibt ja auch voll viele, die jünger sind und nicht studiert haben, etc. Ja. Oder auch viele, die es während des Studiums machen. Okay. Aber in unserem persönlichen Umfeld war das auf jeden Fall so, dass wie so die 30er so eine wie so einen Startschuss gegeben haben. Und dann sind schon viele den klassischen Weg gegangen, auch die Berliner FreundInnen überraschenderweise, wo alle vorher immer so ein bisschen abseits der Norm waren und sich hinterfragt haben. Und plötzlich, Retraditionalisierung ist das Stichwort, wenn man nämlich Eltern wird, beziehungsweise viele haben vorher ja noch geheiratet, dann schwanger geworden und währenddessen irgendwas gekauft, renoviert, ob es Wohnung war in der Stadt oder wirklich auf dem Land ein Haus oder wir Hof, wir mussten natürlich hier ganz hochgreifen. Und plötzlich war es so viel auf einmal. Ich muss sagen, ich bin auch einerseits froh, dass ich nicht wusste, wie hart das wird, alles auf einmal zu wuppen, weil wir es dann nicht gemacht hätten. Und ich bin froh, dass wir es gemacht haben, auch wenn es krass hart war. Mhm. Aber es hat uns halt voll ja an die Persönlichkeitsentwicklung auch katapultiert. Absolut, absolut. Ja, nur manchmal sieht man halt irgendwie kein Ende. Und also besonders im ersten Babyjahr, worüber wir jetzt an sich auch sprechen, war es schon sehr herausfordernd, auch in vielen Momenten. Und von daher, ja, gut, dass wir es so gemacht haben und nicht irgendwie andersrum, weil ansonsten wäre der Schritt wahrscheinlich dahingehend nie gekommen. Nie so erfolgt. Ja. Ja, wir können ja später noch mal ein bisschen auch über den Hof was sagen, wie wir uns vielleicht auch die Zukunft vorstellen. Aber ich wollte dich auch voll gerne fragen, vor allem den Start ins Babyjahr, Wochenbett, Thema Wochenbett. Ist anders gelaufen, als ich es mir vorgestellt habe. Und ich glaube, es ist ja voll viel so, dass Dinge anders laufen, als man denkt, weil man es einfach noch nie erlebt hat. Und ich war ja ein bisschen enttäuscht am Anfang, weil wir hatten extra meine Mama ja da. Danke an sie. Sie war ja, glaube ich, schon 2 Wochen vor ET hier und hatte dann noch 3 Wochen oder so oder 4 sogar noch währenddessen. Aber als ihr Geburt losging, war sie dann auf einmal nicht da. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Aber da war sie dann nicht da. Ja, sie hat uns öfter noch Abende gelassen, Wochenenden hat sie uns gelassen als Paarzeit. Da war sie nicht da, genau, du hast sie nachts dann angerufen. Ja, genau, aber auf jeden Fall war sie dann da. Und deswegen hatten wir eigentlich voll die Entlastung, weil wirklich, sie hat sich um Zaro, unseren Hund, gekümmert, sie hat für uns gekocht, es war wirklich voll Luxus. Aber klar, wir waren neu auf dem Hof und du hattest auch Millionen To-Dos im Kopf. Ich ja auch, mir ist auch voll schwer gefallen, nichts zu machen. Und gleichzeitig hätte ich mir voll gewünscht, dass wir so eine Kuschelzeit zu dritt am besten die ganze Zeit haben. Ja. Woran ist es gescheitert? Ja, das ist eine gute Frage. Also es war besonders zu Beginn war es eine komplette Zerrissenheit zwischen den ganzen Themen, zwischen Vater sein, zwischen guter Freund sein, die Babymama zu pflegen, zwischen aber auch Einkaufen, Kochen, was natürlich auch zur Vielzahl deine Mama irgendwie erledigt hat. Aber dann kam es ja auch mit der Milchstau dazu und dann waren diese Themen noch. Und es waren irgendwie, ich kann es gar nicht mehr alles benennen, was das für Themen waren, aber Hofthemen auch. Hofthemen, ja. Und ich wollte irgendwie alles machen. Ja. Aber es gab auch irgendwelche Verpflichtungen, denen ich quasi nicht absagen konnte, weiß ich auch noch. Und deswegen war es so eine Zerrissenheit zwischen Handwerker, ja, Handwerker, voll andauernd, dass ich bei dir sein wollte, dass ich aber auch ständig irgendwie was anderes machen musste. Und ja, es war hart die erste Zeit, weil ich war zwar anwesend, aber ich war nirgendwo irgendwie so richtig dabei. Ja, voll. Und das war irgendwie nicht schön. Also was heißt nicht schön, aber ich konnte den Moment nicht richtig genießen, dass jetzt endlich unser Baby da ist und dann, ja, hatte ich aber nicht so wirklich was davon. Ja, also würden wir das anders machen, weil das waren auch Fragen, ob wir irgendwas anders machen würden im ersten Babyjahr. Wie würden wir das? Kein Hof kaufen. Ja. Oh ja, gleichzeitig ist es auch voll oft immer die Erwartungshaltung, dann ist man enttäuscht, ne? Also vielleicht weniger Erwartung auch haben. Ja, wobei, beziehungsweise auch einfach nichts vornehmen in der Zeit. Ja, also nichts, das ist gut. Irgendwie keine Handwerkertermine, keine Ahnung, einfach mal das andere Leben für mindestens 4 Wochen oder so auf Pause drücken. Voll, das ist gut, ja. Sich wirklich nur auf seine
Kernfamily zu konzentrieren. Keine Ahnung, wie das ist, wenn man ein zweites gegebenenfalls dann irgendwann hat. Dann geht es ja gar nicht, weil dann hast du ja auch noch den ersten. Aber das macht mich schon traurig, weil es jetzt vorbei ist, dass wir nochmal ein Wochenbett zu dritt richtig entspannt genießen könnten. Wollen wir ja dann auch nicht, weil jetzt gibt es ja schon das große Baby in dem Sinne. Ja. Das würde ich ja auch nicht vernachlässigen wollen. Aber ja, geht gar nicht nochmal. Also wer hier zuhört und noch nicht Mama oder Papa ist, macht es besser. Wir hatten es uns auch vorgenommen, aber irgendwie hat es nicht geklappt. Man muss vielleicht auch diese Erfahrung teilweise machen, ne? Ja. Naja, auf jeden Fall war ich dann voll oft enttäuscht und ich erinnere mich noch voll an die Momente. Ich war ja eh so krass emotional. Also ich hatte jetzt kein Baby-Blues oder Wochenbettdepression oder so. Ich bin ja an sich eh voll gut mit meinen Emotionen verbunden. Ich habe einfach viel geweint, auch voll vor Glück, vor Freude, so vor allem, ne? Mhm. Und dann aber auch, weil ich oft traurig war, und ich teilweise auch gefragt habe, willst du gar nicht bei uns sein? Willst du gar nicht bei deinem Baby sein? Aber das ist wahrscheinlich auch hart gewesen, sowas dann zu hören, oder? Ja, total, weil was ich schon gerade meinte, also ich war halt in so vielen Themen irgendwie verstrickt. Ja. Und dadurch habe ich mich ja nirgendwo richtig anwesend gefühlt, weil ich irgendwie alles wuppen wollte, alles machen wollte. Und wie gesagt, aber auch irgendwie Verpflichtungen, an die ich mich gar nicht mehr so richtig erinnere. Vielleicht waren die auch mehr in meinem Kopf, aber... dadurch hat es sich nie zu 100% irgendwie gut angefühlt in jeglicher Situation. Ja, ich erinnere mich auch noch, das hat mich auch verletzt oder es hat mich für dich mitfühlen lassen, weil du dann teilweise gesagt hast, ey, nichts mache ich gut. Ich bin kein guter Vater, aber ich bin auch kein guter Partner. Der Hof geht den Bach runter, also das ist ja dieser Katastrophenmodus, den wir beide öfter haben, ne? Dass man dann so alles negativ redet. Aber das hat mich schon echt traurig gemacht, dass du auch so gefühlt hast in der ersten Zeit. Aber hey, vielleicht war das auch deine Art von Baby Blues. Kann sein. Weil was du ja auch schon meintest, also nichts bereitet einen irgendwie so richtig auf das erste Baby vor, weil es ist alles nur Theorie. Klar, von der Familie, von Freunden hörst du es, aber erzählen dir dann auch wirklich alles, beziehungsweise du bist ja dann auch nicht 24/7 irgendwie dabei. Ja. Und du kriegst dann halt immer nur so Passagen von anderen auch mit. Und wenn du dann aber selber in der Situation steckst, dann bist du ja wirklich 24/7 mittendrin. Ja. Und das ist dann schon nochmal einfach eine ganz andere Hausnummer. Ja, voll. Und das finde ich so krass. Also gestern ist ja unser Baby ein Jahr geworden und ich fand es so schön. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe voll viele Glückwünsche auch von FreundInnen bekommen. Mhm. Ihr habt es geschafft oder auch für mich als Mama, du hast es gewuppt, du kannst so stolz auf dich sein. Und ich habe tatsächlich ja auch von einer sehr, sehr guten Freundin, die ihr hier auch schon im Podcast gehört habt, einer meiner, oder es ist meine langjährigste beste Freundin, auch die Alina, die hat mir Blumen geschickt. Ich habe mich so krass darüber gefreut. Kann ich bestätigen. Und ich habe auch noch ein Geschenk bekommen von unserem befreundeten Pärchen. Mit denen will ich auch gleich noch was erzählen. Oh Gott, mein Gehirn macht das aber nicht mit. Ich kann dann diese ganzen offenen Enden nicht mehr verknüpfen. Okay, aber was will ich erzählen? Du hast Blumen bekommen. Genau, dass ich jetzt erst nachvollziehen kann, wo ich auch diese Geschenke bekommen habe, was es bedeutet, Mama geworden zu sein. Ja. Weil zu dem Zeitpunkt, wo wir noch nicht Eltern waren, ich habe das bei den anderen gar nicht als große Sache empfunden, dass das Kind ein Jahr alt ist. Ja, absolut. Also teilweise haben wir dann nicht mal gratuliert, ne? Ja. Also, weil... Ja, jetzt habe ich auch heute Morgen irgendwie diesen Gedanken gehabt, dass wenn irgendwie zukünftig jemand Eltern wird, dass man dann das wahrscheinlich auch deutlich mehr zelebriert, den ersten Geburtstag dieses Kindes dann, als wir es jetzt in der Vergangenheit getan haben. Ja. Weil man es halt aber auch nicht nachempfinden kann, hat man es halt aber auch nicht als diesen Riesenschritt wahrgenommen. Ja, genau. Das finde ich so krass. Ja. Ja, wenn man einfach nicht, einerseits wird nämlich nicht richtig offen drüber gesprochen. Ich glaube, viele erzählen auch die negativen Aspekte einfach gar nicht, vielleicht auch, weil sie sich schämen oder Schuld dabei ist, weil sie vielleicht was falsch machen. Aber ich glaube, es liegt auch zu einem Großteil daran, dass die anderen, die in dem Punkt vielleicht noch gar nicht Eltern sind, es nie nachvollziehen werden können. Man muss Eltern werden, um wirklich, wirklich verstehen zu können, was es bedeutet, 24/7 seine eigenen Bedürfnisse zurückzustellen, oder? Definitiv, muss man auch wollen. Ja, aber gleichzeitig weiß man es ja vorher nicht so richtig. Ja, absolut. Deswegen ist es aber auch so schwer, in Worte zu fassen, weil es halt irgendwie... Ja, man kann es gar nicht so richtig beschreiben, weil einfach so viel mit dranhängt.
Ja. Aber ja, man unterdrückt wirklich seine Bedürfnisse komplett und ist fremdbestimmt. Ich sehe mich gerade, du warst jetzt hier die Woche 2 Tage im Büro und meine Mutter war im Urlaub. Ich bin ja die, die sich dann immer Hilfe holt. Nicht der Vater, der das macht am Wochenende, sondern die Mutti, die weiß, sie kommt an ihre Grenzen. Mhm. Was mir voll gut tut, aber sie war jetzt halt 2 Wochen lang nicht da und einmal davon war ich 2 Tage halt komplett alleine und ich habe ein Foto dir geschickt, ein Selfie, wie ich auf dem Klo sitze und ihn in seinem Hochstuhl mitgenommen habe. Er hatte auch noch sein Lätzchen an, weil wir waren gerade eigentlich beim Frühstück. Ich musste aufs Klo. Und anstatt ihn jetzt auszuziehen, abzuschnallen und ihn mitzunehmen, habe ich halt einfach diesen Hochstuhl mitgeschleppt. Also wir haben auch dieses schwere Holzteil. Ne? Und ich dachte so, welcome to motherhood. Motherhood in one picture. Ja, ja. Ich muss da auch ziemlich schmunzeln. Aber gut, ich kenne es selber auch. Null Privatsphäre mehr. Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Also, dass mein Schwager das auch schon mal gesagt hatte, mit Babys kann man sich Privatsphäre auf jeden Fall abschminken. Und damals habe ich halt auch gedacht, ja gut, okay, verstehe ich jetzt nicht so ganz, aber ja, jetzt schon. Ja. Naja, und dann ging es ja weiter. Die Frage war auch, wie wir uns unsere Elternzeit aufgeteilt haben und ob wir es auch wieder so machen würden. Ich dachte ja, die innere Feministin in mir, wir machen alles gerecht, weil das bedeutet ja Gleichberechtigung. Okay, ich ruder zurück. Ich habe meine Definition davon verändert, nachdem ich gemerkt habe, was es bedeutet, Mama zu sein, stillende Mama zu sein. Mhm. Ey, was sollen wir Frauen noch alles wuppen? Weil ursprünglich dachte ich ja, wir machen 7 Monate, 7 Monate, weil man kann ja insgesamt 14 bezahlt nehmen. Mhm. Und dann gehe ich halt wieder arbeiten. Klar, kann sich jede Familie selbst aussuchen, wie deren Konzept läuft. Für mich jetzt im Nachhinein null eine Option und würde ich auch nie wieder beim nächsten Kind so anstreben, weil wir haben hier mal eine Folge mit Equity gehabt, mit den 2 Gründerinnen, wo ich meinte, ja, nächstes Mal, vielleicht mache ich das anders, aber ey, nee, mache ich auf gar keinen Fall anders, weil ich bin jetzt ja diejenige, die 12 Monate genommen hat und auch immer noch stillt. Klar kann man nie planen, wie lange vielleicht das Kind auch stillen möchte, etc. Aber ich stehe jetzt auch kurz vorm Wiedereinstieg in den Job und merke schon, wie mir das Kopfzerbrechen bereitet, weil ich nachts auch noch voll viel stille. Und dieses Schlafthema, ja, ihr kennt mich, wer den Podcast hört, es gibt mehrere Folgen zum Babyschlaf. Ich bin jetzt entspannter geworden am Ende und gebe mehr auch unserem Baby, was er vielleicht verlangt, anstatt hier immer in Anführungszeichen Schlaftraining zu machen. Also ist es ja nicht, wir haben es immer sanft gemacht, aber es ändert sich halt nicht langfristig, weil dann kommt das Zahn dazu, dann kommen Krankheiten dazu und dann verfällt er halt immer wieder in häufiges Aufwachen und Stillen wollen. Und worauf ich hinaus will, wie soll ich noch gleichzeitig arbeiten, wenn ich das mache? Jetzt nach einem Jahr gehe ich ja auch zurück in den Job und stille trotzdem noch. Klar, er isst jetzt schon voll gut, also es fühlt sich danach an, dass er das packt, er nimmt das Fläschchen, das haben wir auch gut hingekriegt. Mhm. Und ich werde auf der Arbeit ja auch abpumpen können, es wird einem ja gewährleistet, also ist ja gesetzlich verankert, dass man beim Arbeitgeber Stillpausen braucht, die in die Arbeitszeit mit einfließen. Man braucht zum Beispiel auch einen Kühlschrank, der einem gestellt wird an dem Stillort. Okay. Ey, und du hast so was Geiles erzählt. Klar, Deutschland kann sich noch voll verbessern. Was war das nochmal mit Belgien? Ja, genau. Eine Kollegin hat erzählt, dass es in Belgien wohl so ist. Also es ist jetzt auch nur von Hörensagen. Ich habe es jetzt nicht recherchiert. aber genau, dass man nach 3 Monaten auf jeden Fall wieder in den Job einsteigen kann, wenn man das möchte. Und dass auf jeden Fall einen Kita-Platz oder einen Krippenplatz in der Nähe des Arbeitgebers zu 100% gewährleistet wird. Also so irgendwie im Umfang von 10 bis 15 Minuten. Und dass du dann auch stillen kannst, also zu deinem Kind hingehen kannst als Mutter. Und das Kind dann stillen kannst. Keine Ahnung, wie oft am Tag, aber auf jeden Fall, dass dir diese Zeit eingeräumt wird. Was natürlich super cool ist, ne? Ja. Also, und da war noch irgendwas Positiveres darüber. Genau, dass wenn das Kind krank ist und du halt aber trotzdem arbeiten gehen möchtest, also klar kannst du dann wahrscheinlich auch vermehrt im Homeoffice arbeiten, aber dass dir eine Pflegekraft für 8 Kalendertage oder so noch zusätzlich vom Land oder vom Staat zur Verfügung gestellt wird, was natürlich auch ein richtiger Mehrwert ist. Voll. Wir wissen, wie diese Kinderkrankentage schon sind, ne? Ja. Wenn man nicht auf dem Zahnfleisch geht, ja, und dann noch gleichzeitig der Partner krank genau, ist. Genau, wenn man dann noch als Elternteil krank wird, dann ist das nicht mal ein entspanntes Kranksein, weil du ja trotzdem zig Verpflichtungen hast. Ja. Ja, also genießt das Kranksein, wenn ihr nicht Eltern seid.
Oh Gott, wir werden schon zu den Leuten, die sagen, warte mal ab, bis dein Kind da ist. Ja, nee, so welche werden nicht. Nein, aber wir haben uns das jetzt schon so oft gesagt, ne? Wir haben es nicht richtig genossen. Ja. Also kann man auch nicht. Man steckt ja nicht drin. Man weiß einfach nur nicht, wie es wird. Und vielleicht seid ihr auch diejenigen, die ein super entspanntes Kind bekommen und ein neues Hobby in der Elternzeit für sich entdecken können. Showcooking, ne? Ja. Nee, ich koche ganz gerne und habe dann nicht mal lange, aber eine Zeit lang öfter mal was aus einem Kochbuch gekocht von Otto Lengi. Ist das Werbung? Darf man das sagen? Darf ich sagen, ne? Unbezahlte Werbung. Unbezahlte Werbung. Genau, und also einer Person hat es immer sehr gut geschmeckt, eigentlich zwei Personen. Sogar drei mittlerweile. Sogar drei, genau. Aber dann würde es mir trotzdem nachgehalten, dass ich ja jetzt hier neue Hobbys mache und keine Zeit mit dem Baby verbringe und dann hier lieber Showcooking mache. Aber ja, ist dann halt auch mal was anderes, außer Pasta und Kartoffeln und weiß ich nicht. Total. Um mich hier aber zu rechtfertigen, das war aber tatsächlich dann so, dass wir eigentlich immer, weil wir bringen ja unser Kind immer abwechselnd ins Bett, abends. Tagsüber auch, wenn es sich irgendwie ergibt, weil du ja viel im Homeoffice bist. Thank God, ist wirklich der allergrößte Mehrwert, dass du eigentlich immer für uns verfügbar bist, außer du hast halt feste Calls. Hast du ja jeden Tag auch, aber es ist auf jeden Fall ein Unterschied, als wärst du jetzt weg jeden Tag. Oh mein Gott. Ja, absolut. Naja, und dann war halt so die Abmachung, weil wir ja merken, er ist immer noch krass in der Fremdelphase und will dann immer vermehrt mich. Wahrscheinlich durchs Stillen einfach. Mhm. Und ja, dadurch, dass ich ja halt diejenige bin mit langer Elternzeit, wäre einfach wirklich auf Stunden hochgerechnet auch mehr Zeit verbringen, ne? Aber du bist trotzdem viel da. Ja. Naja, aber dann hieß es ja, wer ihn abends ins Bett bringt, muss auch dann den späten Nachmittag mit ihm verbringen. Muss, in Anführungszeichen. Darf. Naja, und du hast dann halt so gerne gekocht. Ja, liebe ich auch. Aber gleichzeitig war ich dann immer diejenige, die viel Zeit mit ihm hatte. Und dann war es am Ende wieder schwierig. Und dann bin ich im Notfall immer diejenige, ah, dann mach doch lieber du. Oder dann mach doch lieber ich, weil ich will ja auch nicht, dass er dann so dolle schreit und weint und man ihn zwingen muss, dass er mit dir ins Bett geht, so, ne? Ja. Ja. Ein zweischneidiges Schwert. Ja, deine Küche genießen, oder? Ja. Ja, das ist, ja, aber ich glaube, das sind halt einfach viele Findungsphasen, was wir sowieso auch immer im Vorfeld gehört haben. Es bildet sich alles nur noch in Phasen ab. Ja. Und auch das war eine Phase und eine Findungsphase und dann, ja. Aber worauf ich auch hinaus wollte, das ist ja so ein Vorurteil, dass gerade Väter, die dann sagen, die nehmen die klassischen 2 Monate Elternzeit. Ey, ich sag das gerade so verurteilen, wir haben es ja auch so gemacht und ich würde es, glaube ich, gar nicht anders wollen, außer wir werden irgendwann finanziell so gut aufgestellt, dass wir das beide einfach machen können. Würde ich mega geil finden, aber jetzt halt die klassische Aufteilung macht für mich einfach nur Sinn. Wenn die Mutter stillt und die Nächte hart sind, kann ich nicht noch gleichzeitig arbeiten gehen. Ja. Aber viele, in Anführungszeichen, Wochenend-Daddies, die dann halt wirklich im Office sind und ja sich gar nicht vorstellen können, was dieser Alltag mit Kind wirklich bedeutet. Die sagen ja dann so, oh ja, und wenn ich dann meine Elternzeit mache, dann werde ich erstmal ein neues Hobby entdecken. Und wir haben ja wirklich einen Freund, einer deiner engsten Freunde, der das gesagt hat, der dann Hobby oder wollte er seine Bachelorarbeit, wollte er zu Ende schreiben, ne? Wo wir auch dachten, wir sagen jetzt mal nichts dazu. Also, du wirst es selber merken und er hat es selbst gemerkt, ne? Ja. Er ist ja auch ein Vollblut-Daddy in dem Sinne. Also, ja, und wie gesagt, das ist halt, man weiß es halt einfach im Vorfeld nicht, was wir jetzt auch schon mehrfach meinten. Und deswegen, jeder hat wahrscheinlich so eine romantische Vorstellung davon. Ja. Und ich denke mir auch jetzt, wenn es in die Kita-Eingewöhnung geht, dass wenn er die gut annimmt, dann habe ich ja auch Urlaub. Dann habe ich sogar noch Zeit für mich. Und am Ende werde ich wahrscheinlich zurückblicken und mir denken, ja, war wohl nix. Oder war vielleicht doch was, also wer weiß. Ja, ich würde es dir ehrlich einmal so gönnen. Ja, ich glaube auch an sich, dass er da ja Bock drauf hat und dass er auch gerne in die Kita gehen wird. Aber ja, wir werden sehen. Also im Endeffekt, ich habe ja jetzt 8 Wochen dann, also ich muss nur noch eine Woche arbeiten, dann habe ich 8 Wochen Urlaub. Oh mein Gott, ich fange wieder an zu arbeiten. Du fängst wieder an zu arbeiten. Sehr klar. Und dann nach 2 Wochen wird er in die Kita eingewöhnt. Und genau, da bin ich sehr gespannt, wie das läuft. Echt? Aber gut, am Anfang ist es ja sowieso relativ zeitarm. Ne? Also es ist ja irgendwie eine halbe Stunde, Stunde am Anfang. Und dann, wo du auch dabei bist, ne? Wo ich auch dabei bin. Und dann wird es langsam hochgefahren. Ja.
Und ja, werden wir sehen, wie er es macht. Ja, oh, ich werde schon ganz zittrig, wenn ich dran denke. Es ist so ein Umbruch. Oh, ich bin aber jetzt froh. Okay, wir müssen dazu erzählen, wir waren ein bisschen dumm, wenn ich so reden darf. Selbstverurteilend, weil damals, man musste ja schon eigentlich vor der Geburt die Elternzeit anmelden, war das so? Beim Arbeitgeber? Also relativ zeitnah alles, so um die Geburt herum, glaube ich, ne? Ja, ich glaube. Oder brauchte man das Geburtsdatum dafür? Ja, ich glaube, es war schon noch kurz danach, also dass man irgendwie 8 Wochen oder ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es auch nicht mehr. Man hatte auf jeden Fall Zeit danach, um das okay. alles dann noch abzustimmen. Und auf jeden Fall ist es ja so verwirrend, vielleicht ist dem einen oder der anderen das auch passiert, wie jetzt Mutterschutz und Elternzeit ineinander greifen. Weil im Mutterschutz bekommt man ja noch das, in Anführungszeichen, gute Gehalt, was man vorher quasi verdient hat. Aber die Elternzeit gilt schon, während die Mutterschutzzeit greift. Also versteht ihr, was ich meine? Wenn dein Mutterschutz beendet ist nach 8 Wochen, dann kriegst du ja dieses weniger Geld, das Elternzeitgeld. Aber die Elternzeit greift halt vorher schon. Und wir dachten ja, oh, macht ja Sinn, dass die Elternzeit nach dem Mutterschutz erst beginnt. Mhm. Und deswegen haben wir gedacht, okay, dann gehe ich ab dem 1.9. erst wieder arbeiten, weil dann haben wir sogar noch eine gemeinsame Zeit frei, bla bla bla. Hat sich nicht. Klingt ja aber auch an sich nur logisch, oder? Ja, finde ich auch immer noch. Es ist so anstrengend, deutsche Bürokratie. Ja, wir sind dankbar für alles, was Sozialstaat teilweise leistet. Könnte in der Familienpolitik durchaus noch mehr leisten. Kita-Plätze und Co. Aber ja, das war auch wieder super verwirrend. Und jetzt am Ende waren wir halt leider die Leidtragenden. Aber ja, war auch unsere eigene Schuld, weil wir es irgendwie nicht besser wussten. Und deswegen fange ich jetzt auch nicht zum 8.8. an, weil das ist ja auch so hirnrissig, dass man quasi zum Geburtstag des Kindes ja wieder anfangen müsste zu arbeiten, wenn man da diese klassischen 12 Monate genommen hat. Ne? Also habe ich dann auch von Freundinnen gehört, dass die sich alle diesen ersten Tag freigenommen haben, weil ja Geburtstag des Kindes, und dann direkt danach gestartet sind. Mhm. Und wir hatten jetzt halt eine Lücke zu füllen und jetzt starte ich halt mit unbezahltem Urlaub. 10 Tage, ne? Voll nett, dass das der neue Arbeitgeber macht. Ja. Richtig, richtig krass. Bin auch voll erleichtert, dass ich jetzt nicht sofort los musste, weil dann hätten wir halt auch noch diese letzte Arbeitswoche von dir irgendwie überbrücken müssen. Ja. Naja, und jetzt geht es halt so nahtlos seinen Gang. Aber ich finde es auch gar nicht verkehrt, dass ihr dann erstmal 2 Wochen zu zweit habt, wo ich halt arbeite. Ich starte mit 20 Stunden, aufgeteilt auf 4 Tage die Woche, also von 7 bis 12. Wo ich mir auch schon denke, wie soll ich morgens um 7 schon in der Klinik sein, wenn die Nacht scheiße war. 6:30 auf jeden Fall losfahren. Oh mein Gott, ey. Oh, ja, wir werden es irgendwie alles hinkriegen. Es wird sich finden. Gehst halt wieder um 8 ins Bett. Ja, wahrscheinlich. Also darauf wird es hinauslaufen, habe ich ja immer in den Phasen gemacht, wenn es super anstrengend war beim Arbeiten. Bis direkt mit ihm schlafen. Geil, gar keine Zeit mehr für mich. Und ich habe einen schönen Abend für mich. Das genau. So. Naja, aber um das abzuschließen, dann habt ihr 2 Wochen zusammen, finde ich gar nicht verkehrt, weil es ja schon so viel Umbruch ist. Mama ist nicht mehr da und würde zeitgleich schon die Kita-Eingewöhnung starten. Ich glaube, das wäre viel zu viel. Weil so habt ihr erstmal 2 Wochen zu Hause im normalen Umfeld. Ich komme dann, keine Ahnung, circa 12.30 Uhr dazu. Ja. Dann wird er wahrscheinlich auch voll viel stillen wollen, weil wir haben ja auch extra gesagt, jetzt auf keinen Fall abstillen. Und das, von der Milchproduktion wird sich das alles herfinden. Das ist kein Problem. Aber ich glaube, er wird das gerade dann noch brauchen. Sagen auf jeden Fall viele auch, dass die Kinder dann auch vor allem, wenn die Eingewöhnung gestartet ist, ja, die danach immer voll viel Nähe brauchen. So, ne? Ja. Ja, wir im Endeffekt werden was sehen, aber was ja meine Erfahrung ist bisher, wenn du nicht da bist, dann braucht er sowieso weniger Stillzeiten, Stillmomente. Ja. Man ist ein bisschen strukturierter. Also ich, für mich persönlich, bin strukturierter mit Essenszeit, mit Windelwechselzeiten und allgemein. Von daher, ich bin gespannt, wie er es macht, aber ich glaube, er ist da ganz gut drauf. Wir waren ja auch zusammen auf Sri Lanka. Das war unsere Phase, wo wir zusammen Elternzeit hatten. Die Frage kam nämlich auch, würdet ihr das ja wieder so machen oder lieber nicht? Weil die innere Feministin in mir hat ja auch immer so einen Zwiespalt gespürt, von wegen, der Vater nimmt ja so oft schon so nur diese 1 bis 2 Monate und dann fahren alle gemeinsam in Urlaub und dann bleibt doch wieder alles an der Mutter hängen oder an der Person, die halt hauptsächlich Care-Arbeit macht. Und ich gebe das Wort an dich. Was sagst du? Ich würde es auf jeden Fall genau wieder so machen, weil viele Care-Arbeitsthemen, die fallen ja dann in dem Sinne im Urlaub ja auch weg, weil wir sind super viel essen gegangen,
Wobei sowieso kochen ist ja eher mein Part immer. Wäsche waschen fällt weg, das ist eher dein Part. Sauber machen fällt weg, das ist unser Part. Deswegen also so auch viele andere Themen, weil man ja einfach nicht auch zu Hause ist, von Themen, die man sieht, ob es jetzt bei uns auf dem Hof ist oder bei jemandem in der Wohnung, gibt es immer wahrscheinlich irgendwelche Sachen, wo man sich denkt, oh ja, das mache ich mal, wenn irgendwie Zeit da ist. Aber deswegen, ich würde es auf jeden Fall wieder genauso machen, weil, genau, also wie gesagt, es fallen viele Care-Bites-Themen weg und man hat einfach dann die gemeinsame Zeit, auf die man sich auch voll gemeinsam einstellen kann und genießen kann. Und dann am besten natürlich noch an einem wunderschönen Ort, wenn es in Deutschland Winter ist und man selber irgendwie die Möglichkeit hat, bei 30 Grad irgendwo in der Sonne zu sein, baden kann, das Kind baden kann, wenn man merkt, das ist eine komplette Wasserratte. Wie unser. Wie unser. Und ja, einfach so ein Abenteuer gemeinsam zu erleben. Ja. Also es ist super schön. Und deswegen, also wenn ein zweites irgendwann kommen sollte, dann würde ich es wieder absolut genauso machen. So. Ja. Also wir sind uns voll bewusst, dass das ein richtiges Privileg ist, dass wir uns das leisten konnten, weil man muss auch sagen, das war ja gemeinsame Elternzeit. Wir haben beide reduzierte Gehälter bekommen. Ja. Aber wir hatten halt voll viel dafür angespart. Wir sind auch da in einer privilegierten Situation, weil wir beide gute Jobs haben. Was machst du überhaupt beruflich, Felix? Ist das relevant? Vielleicht fragt sich das jemand. Ja, ich bin nein, nur wenn du es sagen willst. Ja, ich arbeite bei Volkswagen, bin Sachbearbeiter, also nichts. Okay, nichts ohne Details. Okay, ja, es ist voll in Ordnung. Nee, auf jeden Fall verdienen wir beide gut Geld. Und konnten auch dementsprechend viel ansparen. Also wir haben ja wirklich ein Jahr vorher beide richtig viel zurückgelegt, ne? Als wir wussten, jetzt geht's los mit Kinderplanung, Kinderwunsch, es wird akut. Hat ja dann sehr schnell geklappt. Das heißt, wir hatten eigentlich nicht mal ein ganzes Jahr zum Sparen, aber haben trotzdem da dann wirklich reduziert gelebt, ne? Ja, ich glaube, also ich habe richtig gespart. Ja, aber ich glaube, bei mir ging das auch vorher schon los. Ja, du bist der Sparsamere, ja, das stimmt. Genau, ich glaube, so klischee-mäßig in der Pandemiezeit irgendwie mehr angefangen, sich um Finanzen zu sorgen, beziehungsweise nicht zu sorgen, aber sich darum privat zu kümmern und dementsprechend dann einfach schon ein bisschen sparsamer gelebt und mehr, ja, mehr an die Seite gelegt. Aber gleichzeitig gibt es natürlich trotzdem sehr viele Familien, die selbst damit sich nicht in Urlaub oder gemeinsame Elternzeit 5,5 Wochen auf Sri Lanka leisten können. Definitiv. Ist es uns voll bewusst, aber ich habe so einen geilen Film beziehungsweise Podcast-Folge gehört. Ich weiß leider nicht mehr, wie das heißt. Es war auf jeden Fall bei Family Feelings. Da hat Tegels mit dem Regisseur und ich weiß nicht, ob er auch Autor des Buches war, gesprochen. 1 Million Momente oder so. Aber ich muss das nochmal nachlesen. Der ist auch voll gut, glaube ich, angekommen. Ich wollte ihn immer noch mal sehen. Egal, auf jeden Fall haben sie darüber gesprochen, dass man auch wirklich in ganz, ganz vielen Bereichen kürzer treten kann, um sich dann wirklich die Dinge zu erfüllen, die man wirklich machen will. Also diese Familie, in der es in diesem Buch geht, er hat das autobiografisch über seine eigene Familie aufgezogen nämlich und dann wurde es halt verfilmt. Der war auch Alleinverdiener bei BMW oder so. Ich weiß es nicht mehr richtig, vielleicht bringe ich was durcheinander, ist ja auch egal. Auf jeden Fall hat er den Job geschmissen, die haben ihre Wohnung gekündigt, die haben sich in allen Lebenslagen komplett zurückgeschraubt und sind dann auf Weltreise gegangen und halt wirklich low, low budget. Und haben gesagt, das ist das, was wir jetzt wollen. Wir wollen hier als Familie richtig geil ankommen. Also ankommen in dieser Familienwelt. Mhm. Und klar, kann man jetzt nicht richtig auf uns übertragen, aber wir haben halt auch in anderen Bereichen halt gespart an unserem persönlichen Lifestyle. Ist ja dann so gesehen vielleicht für jede Familie auch eine andere Einschränkung. Klar, es gibt auch gerade alleinerziehende Familien, kann man es Familien nennen? Ja klar, kann man trotzdem Familien nennen, haben dann nicht diese Option. Aber worauf ich hinaus will, man kann sich dort einschränken, was für einen passt, um sich vielleicht was anderes, was einem wirklich wichtig ist, zu ermöglichen. Mhm. Ja. Naja, und so war es auf jeden Fall für uns. Und ich finde auch, ich werde richtig wehmütig, wenn ich an die Zeit denke. Ich habe immer dieses Affengeräusch im Kopf, das mache ich für ihn ja auch immer. Da wirklich, wenn ich ihm das vormache, wenn wir irgendwo einen Affen haben in einem Buch oder so, ich bin sofort wieder dort innerlich. Oder wie dieser Pfau immer, ey, auf unserem Metalldach da gelandet ist, rums. Ja. Ich wusste nicht, dass Pfauen fliegen können, sie können fliegen. Ja. Und der ist immer da durch den Dschungel. Das war der König des Dschungels, König da, ne? Des Dschungels, ja. Das war so schön.
Ja, und wir haben uns da voll als Familie gefunden. Also ich habe mir auch vorher die Gedanken gemacht, nachher ist das jetzt hier einfach Urlaub und Felix weiß überhaupt nicht, was es bedeutet, diesen harten Alltag als Mutter zu haben. Aber wir haben uns da, glaube ich, oder beziehungsweise du hast auch tatsächlich dort dann die Perspektive erstmal richtig eröffnet bekommen, weil wir ja trotzdem den Alltag geteilt haben und gegenseitig uns auch Freiräume eingeräumt haben. Und so ist es bei uns ja auch im Alltag. Also du bist ja nie ganz weg, du bist ja meist da. Und dann ist es immer, einer macht Kind, einer macht den Rest, so gesehen, ne? Also ja, ja. Ich glaube, wir haben das schon durch viele Gespräche geschafft, uns Care-Arbeit, Mental Load etc. zugänglicher zu machen. Mhm. Und trotzdem sind wir nicht perfekt, wir streiten auch. Echt? Ja, nee, absolut. Und auch gestern habe ich es erst, glaube ich, in einem Podcast gehört, Philosophie-Podcast, wo es auch hieß, dass es super wichtig ist, dass man streitet, weil es halt auch dafür für Nähe sorgt, weil man aber auch eine gewisse Vertrauensbasis kreiert und schafft, weil man weiß, man kann streiten, ohne dass es aber die Struktur an sich bröckeln lässt. Mhm. Und genau, dementsprechend kann so ein Streitgespräch, man zeigt ja in dem Sinne auch seine Grenzen auf und es sorgt einfach für ein klareres, besseres Verständnis untereinander, aber auch eben für eine stärkere Bindung in dem Sinne. Und ja, finde ich an sich ganz gut den Ansatz, dass wenn man das mal so sieht, dass ja nicht jeder Streit auch, ja, vielleicht nicht jeder Streit ausgetragen werden muss, aber dass Streits auf jeden Fall zu einer Beziehung dazugehören und besonders zu einer gesunden Beziehung. Ja, die Frage kam auch, worüber wir streiten und ob sich die Themen verändert haben. Auf jeden Fall. Oh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll oder was ich im Kopf habe. Ich habe im Kopf, es ist öfter für dich auf jeden Fall richtig nervig, dass ich sowieso nur eine Sache gleichzeitig machen kann. Nein, ich bin nicht die Frau, die irgendwie multitasking kann. Das ist ja auch so ein Vorurteil. Und sowieso, seit ich Mutter bin, ey, mein Gehirn ist ein Loch. Alina hat das ja immer gesagt oder sagt sie auch jetzt noch auf ihrem Profil, Mutter Ted, sei stolz auf dich. Und ich so, ja, es fühlt sich aber gerade nicht stolz an, dass ich Sieb im Kopf habe, alles vergesse. Und klar, leiste ich extrem viel, aber in dem Moment fühlt es sich auch für mich total kacke an. Und dann kommst du noch um die Ecke, warst früher schon genervt davon und jetzt kann ich es noch weniger. Und dann sagst du, du bist an deinem Handy und man kann nicht mit dir sprechen. Mhm. Ich so, ja, ich arbeite hier aber gerade, weil ich da was für Mama Talk oder für Holistic Birth Talk mache. Und dann kommst du um die Ecke, unterbrichst mich quasi dabei und dann sag ich ja auch, ey, jetzt holst du mich raus, dann weiß ich danach gar nicht mehr, was ich gedacht habe. Kannst du mich bitte entweder in Ruhe lassen oder fragen, hast du gerade Kappa? Ja. Hast du gerade Kapazität? Ja, es ist nur seltsam, dass du diese Frage dann hörst, aber wenn ich dir eine andere Frage stelle, die hörst du dann nicht. Also, ja, das kann ich filtern. Das filtert mein Mom-Brain. Ja. Ja, nee, aber ja, also das ist definitiv weiterhin ein Streitpunkt, würde ich sagen. Ja, auch wenn wir uns, glaube ich, schon mehr da verständigt haben, aber nichtsdestotrotz ist es noch nicht ideal. Ja, und ansonsten sind es halt wirklich viele so eine ja, Care-Arbeitsthemen, ne? Würde ich sagen, wie mit ja, Putzen, Kochen, allgemein einfach die Zeit mit unserem Sohn so gut zu verbringen und dann aber auch alles andere irgendwie unter einen Hut zu bringen, dass man das irgendwie koordiniert. Da gibt es dann irgendwie ab und an mal Meinungsverschiedenheiten. Am Anfang hatten wir aber richtig dolle das Thema, was auch echt viele Eltern oder auch viele Paare haben, aber ich finde, Elternschaft holt das dann nochmal ganz besonders zum Vorschein, dass wir diese Kämpfe hatten. Du siehst gar nicht, was ich mache. Und ja, ich mache mehr als du. Ja. Aber hey, wir sind, glaube ich, über den Berg. Wir haben lange nicht mehr darüber gestritten, oder? Merke ich gerade mal. Ja. Tut auch voll gut, das mal anzuhören können. Stimmt. Weil wir aber auch, glaube ich, mittlerweile einfach das Verständnis füreinander haben, dass wir beide die ganze Zeit irgendwie am Leisten sind. Genau. Und dass die Momente, die man hat, dann wirklich mit Freunden oder für sich, die sind echt rar, besonders im ersten Babyjahr bei uns auf jeden Fall gewesen. Und dass man sie sich dann auf jeden Fall auch sehr gönnt, dem anderen. Ja. Und ansonsten verschwendet man gar nicht so viel Zeit irgendwie im Alltag. Ja, und
Was aber manchmal noch bei mir auf jeden Fall hochkommt, ist, weil, sind wir mal ehrlich, ich kann an einer Hand oder an zwei Händen abzählen, wie oft ich wirklich längere Zeit vom Baby getrennt war, ne? Ja. Ist ja wirklich auch einfach dem Stillen geschuldet und keine Ahnung. Du warst auch lange Zeit nicht bereit dafür, hast du auch immer gesagt. Du warst nicht bereit, irgendwie eine Nacht wegzufahren und dann aber auch irgendwie so einen ganzen Nachmittag, Abend irgendwie dazu. Ja, ist dir auch irgendwie schwer gefallen, hatte ich das Gefühl. Und deswegen ist es in dem Sinne auch nie, du hast es dir zwar teilweise gewünscht, aber hat die letzte Durchschlagskraft irgendwie bei dir auch im Kopf, glaube ich, gefehlt, das dann wirklich auch zu machen. Ja. Und das kommt jetzt mehr so in den letzten 2 Monaten, würde ich sagen. Ah, echt? Dann erst, ja? Weil ich hatte, finde ich voll interessant, danke für den Einblick, weil ich glaube, ich wäre schon vorher bereit gewesen, aber das merkt man ja auch an der Umsetzung meiner Me-Times, weil darauf wollte ich auch hinaus, dass es irgendwie am Ende, komme ich immer zu kurz. Ist jetzt hier auch voll so ein psychologisches Opfer auftreten. Aber irgendwie ist es so, und das kennen vielleicht viele Mamas, weil ich komischerweise, seit ich Mama bin, da nicht so dolle für mich eintrete. Sonst bin ich ja eigentlich auch in unserer Beziehung eher der autonome Typ. Ich weiß nicht, ob man es an dem Gespräch auch spürt, wie unsere Beziehungsdynamik ist. Ich bin schon eigentlich immer diejenige gewesen, die mehr die Führung übernommen hat, mehr die Vorschläge gemacht hat. Aber du bist ja halt auch derjenige, der... Weiß nicht, du bist der Zweitgeborene, ich bin der Erstgeborene. Das kann man auch alles so auf die Herkunftsfamilien vielleicht ein bisschen beziehen, ne? Und ja, komischerweise, seit ich Mama bin, trete ich da nicht mehr so sehr für mich selbst ein. Und deswegen hätte ich, glaube ich, auch voll dich gebraucht. Da gab es ja auch schon mal eine Folge drüber, wo ich mit Alina über die erste Nacht ohne Baby gesprochen habe. Und Alina war halt auch irgendwie die Person, die da mehr für mich reingetreten ist. Also sie hat ja auch in Berlin teilweise dann gesagt, ey, gehen wir frühstücken. Und klar, du warst auch immer derjenige, der sofort dabei war. Und dann war ich 5 Stunden weg das erste Mal. Ich war so, oh mein Gott. Das war auch relativ früh. Also was heißt früh, das war kurz nach Sri Lanka, da war er knapp 6 Monate alt. Ich glaube, das war auch wirklich das erste Mal, dass ich 5 Stunden von ihm getrennt war. Hat super geklappt. Genau, hat super geklappt, überraschenderweise. Aber ich glaube, ich hätte mehr von dir auch diesen Input gebraucht, dass du sagst, hey, wir machen das jetzt so. Aber das sind halt eigentlich nicht unsere Ursprungsrollen, dass du wächst da auch gerade viel mehr rein, dass du die Führung übernimmst, was ich voll schön finde, weil mir das auch voll gut tut, diese autonome Rolle mehr abzugeben. Und ich glaube, dir tut es auch gut. Und es bleibt dann auch gar nichts anderes übrig. Es kann nicht immer eine Person alles machen, so gesehen, ne? Genau, und da war ja auch das Thema mit dem Fläschchen geben. Das wäre ja auch voll so deine Aufgabe gewesen, ne? Und irgendwie haben wir es beide schleifen lassen. Ja, also, weil es dann doch irgendwie immer einfacher war, natürlich die Brust. Ne? Das geht deutlich schneller und ist irgendwie gewohnt und ja, die einfachste Möglichkeit, ihnen schnell auch das zu geben, was er dann in dem Moment braucht. Weil mit der Flasche musst du ja auch immer schon ein bisschen antizipieren, weil wenn er dann schon irgendwie in einem Moment drinsteckt, wo es ihm nicht so gut geht und er quengelig wird und dann musst du am besten noch Milch auftauen, ja, dann ist er sowieso vorbei. Ja, also das musst du schon 24 Stunden vorher machen, genau. Bestenfalls. Ja, und deswegen ist dann so eine Pränahrung schon ganz gut, das geht dann schon innerhalb von 5 Minuten, dass man das irgendwie hinbekommt, aber in vielerlei Hinsicht ist es dann halt einfach die Brust gewesen. Und ich glaube, das war auf jeden Fall ein großes Learning, dass wir so ein bisschen unsere alten Rollendynamiken durchschaut haben, aber auch ein bisschen durchbrochen sind, ne? Ja, und das tut voll gut jetzt. Auch, dass ich wieder langsam gefühlt mehr in meinem alten Mama-Mella-Dasein ankomme. Ja, absolut. Okay, ich glaube, wir sind schon relativ am Ende angekommen. Gibt es noch irgendwas, was du loswerden willst? Wir haben auf jeden Fall schon einen Vorausblick gegeben, ja, was jetzt hier ansteht. Für mich Wiedereinstieg in den Job, Kita-Eingewöhnung. Wir werden euch auf jeden Fall mitnehmen. Es ist super, super spannend jetzt die Phase. Ich finde, es ist eine richtig krasse Umbruchphase. Ja, also sehe ich absolut genauso. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich zum einen natürlich mega auf die Zeit. 8 Wochen jetzt erstmal ohne Job in dem Sinne. Also ohne Erwerbsarbeit, ohne, sagt man. Erwerbsarbeit, genau. aber ja, ich glaube, das wird für uns alle sehr, sehr
ein sehr neuer Weg werden, den wir jetzt alle gemeinsam irgendwie gehen. Du mit deinem neuen Job, unser Sohn mit der Kita und ich dann halt auch in der Rolle, ja, irgendwie... Super Daddy, sexy Dad, Working Dad, ja, okay, Care-Arbeits Dad. Und dann noch Show-Cooking machen. Also da kommt einiges zusammen bei mir. Also ich freue mich mega auch auf die Zeit einfach mit ihm. Mhm. Ich glaube, das wird unser Band ist sowieso schon gut, aber was du halt auch meintest, in den schwierigen Momenten bist du dann die Hauptbezugsperson und das könnte sich vielleicht damit dann auch nochmal ändern. Also könnte ich mir vorstellen, vielleicht. Ey, wir haben viele, oder nicht viele, mir fallen sofort aber deine Schwester und dein Schwager ein. Da ist ja Papa immer primäre Bezugsperson. Aber ich weiß nicht, wie es da im ersten Babyjahr war und so am Anfang. Ich glaube, da war es auch noch anders. Ah ja, müssen wir mal fragen. Weil aktuell, selbst wenn die beiden Mädels hinfallen oder sonst irgendwas haben, er darf auch und auch nur ins Bett bringen, darf auch nur er machen. Würden sich jetzt wahrscheinlich viel interessieren dafür, wie habt ihr das geschafft? Wir fragen mal nach. Und mir fällt noch hier dein bester Freund ein. Darf ich seinen Namen sagen? Luki? Und deren Kind, da war es auf jeden Fall so, da weiß ich sogar den Hintergrund, da war die Mama dann irgendwann eine Nacht weg und seitdem ist Papa-Phase, oder? Ja, also die war auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, ist jetzt schon ein bisschen so her, aber ja, das genau, das hat denen auf jeden Fall nochmal für deren Bindung auf jeden Fall extrem einen Unterschied gemacht. Ja, und das teilweise beschwerden sich beide auch darüber oder auch für deine Schwester, es ist teilweise echt schwer, dass sie nicht ins Bett bringen darf. Ne? Kann ich mir jetzt gerade auch nicht vorstellen, weil... Ganz oft war ich halt auch mehr die Gefragte. Und jetzt sagen die beiden Mamas aber auch, hey, aber wenn es nur andersrum ist, ist es auch traurig. Ich glaube, die erste Woche ist dann irgendwie schön, weil du dann mal so richtig runterkommen kannst. Und dann denkst du aber irgendwann so, ja, aber ich will doch auch. Ja. Ja, letztendlich, es verläuft einfach alles in Phasen. Es ist alles nur eine Phase. Ja. Das ist unser Mantra. Das ist unser Mantra, genau. Okay, ihr Lieben, dann war es das hier von Felix und mir. Mir hat es voll Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Und lasst uns gerne Bewertungen da auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify, Apple und Co. Und lasst uns wirklich auch gerne ein Feedback da. Ihr könnt das ja wirklich auch bei Spotify zumindest in so einem kleinen Feedback-Frage-Antwort-Dings da, wie so ein kleiner Kasten, wo man was reinschreiben kann. Schreibt uns gerne sonst auch bei Insta eine Nachricht, wie euch die Folge gefallen hat und auch generell, wie ihr euch das Format weiter vorstellt. Ich bin jetzt ja hier alleine. Deswegen tat es mir so gut, meine andere beste Freundin und meinen Partner jetzt hier zu haben, die mich da so ein bisschen, ja, emotional auch begleiten, weil es für mich ja auch Neuland jetzt hier plötzlich den Poddy alleine weiterzumachen. Und sagt gerne mal, hat euch das gefallen? Wünscht ihr euch mehr Fachfolgen mit wirklichen ExpertInnen? Wären auch alleinige Aufnahmen nur mit mir was für euch? Das haben wir in der Vergangenheit auch manchmal schon gemacht und mir persönlich macht das auch Spaß, hier einfach klar, auch strukturiert und vorbereitet zu irgendeinem Thema zu sprechen, aber mir fällt es nicht schwer, da auch alleine irgendwie runter zu rattern. Aber ja, es kommt natürlich auch darauf an, was euch gefällt. Und schreibt uns natürlich auch gerne, falls ihr jetzt hier so hyped wart von Felix oder uns generell als Paar, können wir das gerne wiederholen, weil es gibt ja noch viele offene Themen. Ich meine, wir stehen ganz am Anfang. Was mir auch sofort im Kopf schießt, ist das Thema zweites Kind. Ja, nein, vielleicht, wann, wie, wo. Also teilweise denken wir uns ja auch, oh mein Gott, es ist so anstrengend und jetzt direkt wieder schwanger werden und das mit schwangerem Bauch wuppen. Nein, danke. Aktuell nicht, aber generell wahrscheinlich schon. Also begleitet uns da gerne und ja, lasst uns wissen, ob das interessant für euch ist, immer mal wieder so eine Paarfolge zu haben. Auch was jetzt vielleicht mit der Kita dann rausgekommen ist, wie das alles lief. Ja. Auch wie unsere Erfahrungen dazu sind. Wenn ich das als Papa mache oder ob das lieber die Mama machen sollte oder jemand ganz unbeteiligt ist, genau, können wir ja auch gerne nochmal teilen. Und alles Gute für euch. Bis dann. Tschüss. Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas. Eine Antenne Niedersachsen Produktion.